Ja, hallo Jena. Der kleine Themendurchlauf wieder am Freitag zum Ende der Woche beginnt heute mit zwei Dingen, die schon am vergangenen Wochenende passierten. Am Samstag und Sonntag war das große Jubiläum, 60 Jahre Bestehen des Verkehrslandeplatzes in Schönkleina. Sie wissen, das ist eine Einrichtung, die wir gemeinsam betreiben, der Landkreis und auf unserer Seite die Stadtwerke, deren Tochter das ist. Und da hat Herr Kuhner, der Geschäftsführer, ein wirklich phänomenales Programm auf die Beine gestellt für die zwei Tage. Viele von Ihnen werden es wahrscheinlich direkt vor Ort gesehen haben, mit spektakulären Flugshows, mit auch Raritäten, die da zu sehen waren, Rekorde, alte Flugzeuge aus DDR-Zeiten, nostalgische Flugzeuge und. Ich war selber nur kurz da, aber das war ein sehr, sehr beeindruckendes Programm und hat mal wieder schön auf die Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Stadt Jena hingewiesen. Große Feier, war ganz toll, ein Riesenspektakel. Am Sonntag ist ein anderes großes Spektakel zu Ende gegangen. Die diesjährige Kulturarena hat abgeschlossen am Sonntag mit einem nochmal fulminanten Konzert von Lucille Crew, die schon mal da gewesen waren. Insgesamt wieder ein sehr erfolgreiches Jahr für die Kulturarena. 67.000 Zuschauer, obwohl es zwischendrin auch mal Regentage gegeben hat. Sie wissen, für die nächsten zwei Jahre muss die Kulturarena mal ausweichen ins Paradies, weil eben die Bibliothek gebaut wird. Das geht nicht nebeneinander gleichzeitig. Bin sehr gespannt, wie sie am neuen Ort ankommt und dort angenommen wird. Ja, dann gab es am Dienstag die Eröffnung einer Ausstellung zum Thema Weimarer Republik, gemacht auf Initiative der Sparkassen Kulturstiftung von Schülern der Kulturalumschule, betreut inhaltlich auch vom Verein Weimarer Republik e.V., also eine Koproduktion, und ausgestellt zum einen Teil in den Räumen der Sparkasse selbst, zum anderen Teil im Stadtmuseum. Und das ist ein sehr, sehr spannender Einblick in die Zeit der Weimarer Republik, weil hier das Anknüpfen an diese Epoche über den Zugang zu Personen biografisch ermöglicht wird. Namen, die man zum Teil aus dem Stadtbild, Straßennamen und so weiter schon kennt, aber vielleicht nicht immer weiß, welche Personen sich dahinter verbergen. Hans Berger zum Beispiel, Bauerfeld, Mathilde Werting, Peter Petersen sind jeweils Namen, Personen, denen ein Roll-up gewidmet ist, wo man sich informieren kann, was die denn so gemacht haben und dann auch den Einstieg in die Zeit der Weimarer Republik. Sie wissen, 1919 gegründet, dieses Jahr das 100. Jubiläum, und es ist schön, dass es hier auch in Jena Gelegenheit gibt, an diesen wichtigen Zeitraum zu erinnern. Gestern, am Donnerstag, gab es einen Besuch des Ministerpräsidenten in der Region. Wir waren in Löberschütz bei der Firma Inventor, einer der vielen kleinen Hidden Champions Mittelstand, die wir hier in der Region haben. Die Idee dazu ist ein halbes Jahr alt, im März ist die entstanden. Da gab es eine Studie, die sinngemäß empfohlen hat, man möge doch den ländlichen Raum abschreiben und sich auf die Städte allein konzentrieren, weil man beides gleichzeitig nicht fördern kann. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber im Kern war das die zentrale Aussage. Dagegen hatte sich seinerzeit der Ministerpräsident öffentlich beschwert, das könne man so nicht sagen, und da bin ich ganz bei ihm, und hatte damals eine Liste von, ich glaube, 20 Unternehmen aufgezählt im ländlichen Raum, die genau das Gegenteil beweisen, dass der ländliche Raum stark ist, dass wir da viele kleine, mittelgroße und sehr erfolgreiche Unternehmen haben. Und da habe ich gesagt, hey, Moment mal, in der Liste fehlt was. Wir haben da im Saale-Holz-Landkreis auch einiges. Und das war das Signal, das wir gerne setzen wollten. Gestern in dieser Firma, wir haben uns die angeschaut, der Landrat war dabei, der Ministerpräsident war dabei, ich war dabei, um mal nach draußen das Signal zu senden, nein, die Entwicklung ist genau eine andere. Der Landrat und ich, wir fahren ja schon länger das Programm, dass wir Stadt und Land enger kooperieren lassen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass im gemeinsamen Handeln der Erfolg liegt und nicht, dass jeder für sich versucht, möglichst gut in der Landschaft zu stehen. Und da wollten wir mal ein Signal senden, dass es nicht darum gehen kann, hier Stadt und ländlichen Raum gegeneinander auszuspielen. Sehr, sehr schöner Termin, und die Firma, ich kann jetzt keine Werbung machen, stellt Produkte her, die letzten Endes auch für den Klimawandel, dem wir begegnen wollen, und Klimafolgenanpassung eine Rolle spielen können. Schauen Sie mal selber nach, soll ja von meiner Seite keine Werbung werden. Und gerade eben, vor einer Stunde etwa,
haben wir als Stadtverwaltung zusammen mit den Eigenbetrieben der Stadt eine feierliche Veranstaltung gemacht zur Ausbildungseröffnung, also Begrüßung der neuen Azubis, Verabschiedung der Azubis, die ihre Ausbildung in der Verwaltung oder den Eigenbetrieben schon hinter sich haben. Die konnten wir alle im vergangenen Jahr, also jetzt mit einem Arbeitsvertrag ausstatten. Das ist sehr, sehr schön, dass auch viele geblieben sind. Und wir haben mal deutlich gemacht, teilweise waren auch die Eltern der neuen Azubis da, wie wichtig das uns als Kernverwaltung ist, als Arbeitgeber, der wir ja auch sind, dass Ausbildung einen großen Stellenwert in der Verwaltung hat. Denn wir sehen, der Fachkräftemangel, über den überall gesprochen wird, den sehen wir bei uns auch. Die Alterspyramide ist bekannt, es werden ganze Kohorten in den Ruhestand übertreten. Und da muss man früh vorbeugen, dass man dann personell gut aufgestellt ist. Und das machen wir jedes Jahr in feierlichem Rahmen, das kommt auch immer sehr, sehr gut an. Da werden die Ausbildungsverträge überreicht, die Urkunden, Zeugnisse für bestandene Prüfungen und so weiter. Das ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ja, Sie sehen die Bandbreite, darauf habe ich auch dort die neuen Azubis hingewiesen. Die Bandbreite an Themen in der Verwaltung ist so vielfältig wie das Leben selbst. 5 davon haben wir heute gestreift. Das soll aber dann auch genügen für heute. Wir sehen uns dann, wenn Sie mögen, nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und machen Sie es gut.